Oh, und hallo und herzlich willkommen zu Rack. Hier war da gerade noch einer. Bah. Also das war jetzt gerade böse. Richtung des Rio. Fat Mamas. Alter Schwede. Alter Schwede! Aber wir hatten uns ja alles Mögliche besorgt. Alter Schwede! Fett Mama! Die Mamas sind böse. Die sind richtig, richtig böse. Den Raum hier rein und gucken. Nutzen schon panzerbrechende Munition und die können immer noch schnurstracks weiterlaufen. Ja, das ist schon böse, was die für einen Schutz haben hier. Na komm, zeig dein Köpfchen. Okay. Ja, richtig böses Kevlar sein. Ja. Bandagen! Hab dich gewarnt, Zucker! Bist du für Rätsel und deine Nachschrift? Dieser Pedro hat mich nicht.
Bleib liegen. Stromversorgung, Subway Town hergestellt. Und das muss auch so bleiben. Reparier die Steuertafel und hilf unseren Leuten. Schlag diese Mistkerle mit ihren eigenen Waffen. Da, geh zu Redstone. Er freut sich sicher über die Neuigkeiten. Oh, mit Sicherheit. Aber dein Funkgerät nehme ich mir noch mit hier, ja? Da dann, glaube ich. Hier bin ich, glaube ich, falsch. Ah. Nee. Tür direkt nebenan. Das nächste Mal sollte man das mir vielleicht sagen, dass die Tür direkt nebenan ist. Oh, ab in den Monarch. Und auf nach Hause. Oh, fertige Fahrzeuge. Boom. Geht doch.
Jetzt aber weg hier. Ja, meine Heckpanzerung zerschossen, die Säcke. Drecksack. Bisschen beschädigt kommt er jetzt tatsächlich mal nach Hause. Reparieren lassen. Na gut, 26 kostet jetzt nicht die Welt. Alles klar, danke. Oben sind Vollstrecker. Aufpassen. So, dann hier unten halt. Naja, du bist auch so ein Gratwanderer zwischen getötet werden und neue Freunde machen. Kommen wir zu wichtigeren Dingen. In der Stadt sind Patrouillen der Regierung. Du bist zwar sicher, weil sie nicht wissen, wie du aussiehst, aber wir müssen schnell handeln. Geh zu Lassard. Er hat deinen ID-Drive entschlüsselt. Du hast dir einen guten Namen gemacht. Du hast den Banditen schön in den Arsch getreten. Bist echt ein harter Kerl. Gibt's auch noch irgendwas zu verkaufen? Nö, natürlich nicht, ey. Aber der Lassard. Da. Der Captain hat's dir bereits gesagt. Es ist immens wichtig für uns, die Daten deines ID-Drives auszulesen. Aber auf ein paar Sektoren kann ich mit meinem Decoder nicht zugreifen. Dazu muss ich zwei Decoder parallel laufen lassen. Und da kommst du ins Spiel. Wieso hatte ich das jetzt nur so gefühlt? Der Captain hat einen Kontakt im Norden. Er hat gehört, dass im Jekyll Canyon eine Arche aufgetaucht sein soll. Wenn die Überlebenden der Arche auf die Jekylls gestoßen sind, waren sie schnell tot. Aber die Jekylls haben die Arche bestimmt nicht zerstört. Das heißt, dass du den Decoder suchen und herbringen kannst. Also, du musst zum Jekyll Canyon fahren, die Arche finden, falls sie dort ist, und den Decoder holen. Die Jekylls sind ein gefährlicher Haufen. Pass auf dich auf. Ich brauche den Decoder, um die verlorenen Sektoren. Geht klar. Aber darum kümmern wir uns dann im nächsten Part. Also dann, ich wünsche euch einen angenehmen Resttag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin dann, tschüss.